1972 erschüttert ein Terrorakt die Olympischen Spiele in München. Die israelische Sportmannschaft wird von palästinensischen Terroristen überfallen. Die Geiselnahme endet in einem Desaster. Hätten die deutschen Behörden und die Polizei das Fiasko verhindern können? Sicher ist, es wurden mindestens 5 fatale Fehler begangen. In München haben im August 1972 die Olympischen Spiele begonnen. Zum zweiten Mal nach 1936 ist Deutschland Gastgeber. Heitere Spiele in einem toleranten Land sollen es werden. Ganz anders als die Propagandaspiele der Nationalsozialisten. Schon das neu gebaute Stadion symbolisiert dieses neue Denken. Locker, leicht, wandelbar und an die Landschaft angepasst. Im Gegensatz zu den wuchtigen Arenen früherer Wettkampfstätten. Über 7000 Sportler aus 121 Nationen kämpfen um die heiß begehrten olympischen Medaillen. So viele wie nie zuvor. Die Stimmung bei Sportlern und Publikum ist großartig. Um keine Erinnerung an die NS-Zeit aufkommen zu lassen, sind die Sicherheitsvorkehrungen bewusst dezent gehalten. Die etwa 2000 eingesetzten Polizisten tragen legere Sportsackos in hellblau und sind größtenteils nicht einmal bewaffnet, um das Bild der friedlichen Spiele nicht zu gefährden. Ein naiver Ansatz angesichts der politischen Lage. In den 2,5 Jahren vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele hat sich die Sicherheitssituation in der Bundesrepublik massiv verschärft. Es gab zum Beispiel seit Anfang 1970 palästinensische Terroraktionen auf deutschem Boden, zum Beispiel auf dem Flughafen München-Riem. Und es gab seit 1970 die Bildung der RAF, der Baader-Meinhof-Gruppe. Und erstaunlich ist, dass diese Erfahrung, diese 2,5 Jahre der Gewalterfahrung, die die Bundesrepublik tatsächlich verändert haben, in die Sicherheitsplanungen für München 1972 so gut wie gar nicht eingegangen sind. Am 5. September 1972 bemerken Postbeamte frühmorgens mehrere Personen, die mit großen Taschen über den Zaun zum Olympischen Dorf klettern. Sie halten sie für Sportler, die sich nach einem nächtlichen Ausflug wieder in ihr Quartier schleichen wollen. Doch in Wahrheit sind die 8 Männer Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September. Sie dringen in das Quartier der israelischen Mannschaft ein und überwältigen Sportler und Trainer. 2 Teammitglieder werden erschossen. 9 Israelis geraten in die Hände der Terroristen. Die Polizei wird binnen weniger Minuten alarmiert. Ein Krisenstab um Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher tritt zusammen und verhandelt mit den Geiselnehmern. Deren Forderung? Die RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof sollen aus deutscher Haft freikommen. Israel soll mehr als 200 Palästinenser aus seinen Gefängnissen entlassen. Es findet auch eine direkte Kommunikation zwischen dem Krisenstab und Tel Aviv und Jerusalem statt. Und sehr bald ist klar, dass Israel nicht nachgeben wird, dass dem Verlangen, diese 200, mehr als 200, vielleicht sogar mehr als 300 Gefangenen, deren Freilassung erpresst werden soll, nicht freilassen wird. Die Terroristen haben sich mit den Geiseln im israelischen Quartier verschanzt. Im Hintergrund wird derweil der Sturm des Hauses vorbereitet. Doch dabei wird ein weiterer entscheidender Fehler gemacht. Terror live im Fernsehen. Das Haus Connollystraße 31 ist nicht nur von Polizisten umstellt, sondern auch von unzähligen Journalisten und Kameras, die live und in Farbe in die ganze Welt berichten. Aber nicht nur hatte man versäumt, die Medien aus dem Olympischen Dorf zu entfernen. Es wurde auch vergessen, den Terroristen den Strom abzustellen. Ungünstig für den geplanten Sturm auf die Wohnung. Denn die Geiselnehmer können übers Fernsehen verfolgen, dass die Polizei als Sportler verkleidete Sturmkommandos und Scharfschützen rund um das Geiselhaus postiert. Eine Spezialausbildung haben die Beamten übrigens nicht.
Erstaunlich ist, dass es keine Sturmkommandos gab in der Nähe des Olympischen Dorfes. Man hat Jäger genommen und Leute, die in Schützenvereinen tätig waren, hat ihnen NATO-Gewehre mit Zielfernrohren gegeben und hat gesagt, ihr seid jetzt Präzisionsschützen. Für 17 Uhr war der Sturm auf das Haus Connolly-Straße vorgesehen. Aber die Vorbereitungen dazu wurden weltweit live im Fernsehen übertragen, eben weil die Nachrichtensperre nicht durchgesetzt worden war. Und so konnten die Terroristen in der Connolly-Straße 31 auf ihren Fernsehschirmen sehen, was auf dem Dach über ihnen geschah. Und das hätte zu einem absoluten Desaster geführt, wenn dieser Sturm stattgefunden hätte. Zum Glück ist er unmittelbar vor dem gesetzten Termin 17 Uhr abgesagt worden. Die Präsenz der unzähligen Kameras und Journalisten erhöht die Aufmerksamkeit und die Vorsicht der Terroristen. Sie zeigen sich immer nur vereinzelt an den Fenstern oder auf dem Balkon des Quartiers. Dazu wechseln sie ihre Kleidung, was es den Beamten schwer macht, ihre genaue Anzahl zu erfahren. Derweil stellt der Anführer der Palästinenser, ein Mann namens Issa, neue Forderungen. Er verlangt ein Flugzeug, mit dem Geiseln und Geiselnehmer nach Kairo ausgeflogen werden sollen. Den Sicherheitskräften und dem Krisenstab gehen die Optionen aus. Sie brauchen dringend einen Plan. Wenn man sich anschaut, was die Polizei damals alles falsch gemacht hat, natürlich sind wir ein halbes Jahrhundert später klüger. Wir haben leider viele kritische Situationen erlebt, die die damaligen Polizisten noch nicht kannten. Aber es ist schon erstaunlich, wie wenig vorbereitet die Polizei in diesen Tag gegangen ist. Eines der größten Probleme beim Umgang mit dem Geiseldrama ist die Kommunikation. Niemand hält die Fäden in der Hand. Es gibt zu viele Krisenstäbe, die nicht oder unzureichend miteinander kommunizieren. So bleiben wichtige Informationen hängen. Die Folge ist ein einziges Chaos. Bis zuletzt kennen die Scharfschützen die genaue Anzahl der Terroristen nicht. Im Falle einer gewaltsamen Lösung eine gefährliche Situation für die Geiseln und die Polizisten. Zu den größten Schwächen des Geschehens im Olympischen Dorf am 5. September 1972 zählt das absolute Kommunikationschaos. Es gibt einen Krisenstab, es gibt einen Polizeieinsatzstab, es gibt an verschiedenen Stellen des Olympischen Dorfes weitere Verantwortliche, dann spielt Bonn immer noch eine Rolle und niemand weiß genau, wer hat was zu sagen, wer hat was zu entscheiden. Für Israel hatte Premierministerin Golda Meir schon sehr früh klar gemacht, dass es keinen Austausch geben würde. Also, dass die deutschen Behörden im Zweifel auf eine gewaltsame Lösung setzen müssten. Aber Deutschland hatte keine entsprechenden Einheiten, Israel aber hatte solche Einheiten. Die Hilfe israelischer Spezialeinheiten wäre eine enorme Unterstützung. Doch zu einer solchen Amtshilfe kommt es nicht. Auch sie scheitert am Kompetenzgerangel der Verantwortlichen. Und in Israel lag Ehud Barak, der Kommandeur der entsprechenden Spezialkräfte, bereit, und flehte seinen Kommandeur an, mach mir einen Kontakt nach Deutschland, dass ich mit meinen Leuten dahin fliegen kann. Dann wären wenigstens Antiterror-Spezialisten in Deutschland gewesen und Leute, die die notwendige Technik hatten, die notwendigen Verfahren kannten. Und das ist nach mehreren Anrufen offensichtlich in Bonn abgelehnt worden. Das wäre wahrscheinlich ein Verstoß gegen das Grundgesetz, als ob das in einer solchen Situation relevant gewesen wäre. Nach über 12 Stunden haben die Verhandler einen neuen Plan. Man will vorgeben, auf die Forderungen der Terroristen einzugehen. Die verlangen, dass sie per Hubschrauber zu dem wartenden Flugzeug gebracht werden. Der Weg zum Helikopter führt durch die Tiefgarage des Häuserkomplexes. Die Palästinenser bestehen darauf, sie zuerst zu besichtigen. Nach der Absage des Sturms auf das Haus Connolly-Straße 31 selbst war die nächste Möglichkeit für einen Zugriff in der Tiefgarage der Anlage. Und dort war ein Sturmkommando bereit. Und diese Möglichkeit hat Polizeipräsident Schreiber leider selber zerstört, als er nämlich bei einem Probegang tatsächlich dieses Wort ausrief, Probegang, Probegang. Und neben ihm stand der Anführer der Terroristen, der natürlich sofort erkannt hat, dass er hier in eine Falle gelockt werden sollte. Der Zugriff wird abgeblasen. Geiseln und Geiselnehmer werden ohne weitere Befreiungsversuche zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck im Münchner Westen geflogen. Hier wartet die nächste vorbereitete Falle auf die Terroristen. Der Plan für Fürstenfeldbruck klang eigentlich ganz gut.
Er hatte nämlich zwei Stufen. Einerseits sollten die Terroristen mit ihren Geiseln in die bereitstehende Boeing 727 der Lufthansa gebracht werden und dort sollte ein Sturmkommando aus 13 Polizisten auf sie warten, sie entwaffnen oder erschießen und die Geiseln retten. Das Problem war allerdings, diese Männer fühlten sich davon absolut überfordert und kurz bevor die Hubschrauber in Fürstenfeldbruck landeten, stimmten sie gemeinsam mit ihrem Chef darüber ab, ob sie diesen Auftrag ausführen wollten und lehnten ab. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen, weil es tatsächlich ein Himmelsfahrtskommando gewesen wäre. Bleiben nur noch die 5 Präzisionsschützen der Polizei. Sie haben sich auf dem Flughafen versteckt und sollen die Geiselnehmer notfalls erschießen, um die Geiseln zu retten. Um 22.38 Uhr eröffnen sie das Feuer. Doch es gibt weder eine Zielabsprache noch Funkkontakt zwischen den Schützen. Vor allem sind die Geiselnehmer zu 8 und nicht, wie angenommen, zu 5. So entbrennt ein Schusswechsel, der beinahe 2 Stunden dauern wird. Währenddessen bleiben die Geiseln im Hubschrauber sitzen. Als Panzerwagen zur Verstärkung eintreffen, wird der Befreiungsversuch zu einem schrecklichen Fiasko. Alle 9 Geiseln sterben, dazu ein Polizist und 5 der Attentäter. Doch zunächst verbreitet sich eine makabre Falschnachricht. Während sich die Eskalation auf dem Flugfeld von Fürstenfeldbruck extrem zuspitzt und geschossen wird, stehen draußen vor den Zäunen tausende Schaulustige, hunderte Autos und auch viele Journalisten. Und jeder hört das eine oder andere, gibt es weiter, es ist stille Post. Und auf diesem Wege entsteht diese fatale Falschmeldung, die dann um kurz vor Mitternacht auch von Regierungssprecher Konrad Ahlers verbreitet wird, nachdem nämlich alle Geiseln sicher gerettet worden seien und der Zugriff gelungen sei. Das war zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise richtig. Und das ist ein ganz, ganz schlimmes Versagen der Behörden und übrigens auch der Medien. Erst Stunden später erfährt die Öffentlichkeit die Wahrheit über die fehlgeschlagene Befreiung. Es ist ein Schock. Wie soll es nun mit den Olympischen Spielen weitergehen? Es kommt zu einer fragwürdigen Entscheidung. Am Tag nach dem Anschlag, dem 6. September, findet im Olympiastadion eine Trauerfeier für die Opfer statt. Die olympische Fahne weht auf Halbmast. Fassungslosigkeit und Trauer herrschen unter den Gästen. Der Terror scheint über den olympischen Geist triumphiert zu haben. Doch bei seiner Rede stellt IOC-Präsident Avery Brundage klar: The games must go on. Die Spiele werden fortgesetzt. Doch der Eindruck des Attentats lässt sich nicht überspielen. Bei der Abschlussfeier am 11. September moderiert der Schauspieler und Stadionsprecher Joachim Fuchsberger: Die Spiele starteten heiter. Sie enden ernst. Die Entscheidung, die Spiele fortzusetzen, sorgt bis heute für Kontroversen. Hätte man sie, wie von einigen gefordert, abbrechen sollen? Oder hätte man damit vor dem Terror kapituliert? Teil der Diskussion ist auch die Art, wie das Internationale Olympische Komitee in den folgenden Jahren mit dem Olympia-Attentat von München umgeht. The games must go on, war die Aussage des IOC-Präsidenten. Und jedenfalls im Jahr 1972 sah das zum Beispiel auch die israelische Mannschaft, die Überlebenden, sahen das ähnlich. Sie sagten, wir dürfen uns nicht den Terroristen unterordnen. Aber die Aufarbeitung seit 1972 ist auf Seiten des IOC ausgesprochen unbefriedigend gewesen. Erst 2021 bei den wiederholten Spielen in Tokio hat es dann im Rahmen der Eröffnungsfeier eine Schweigeminute für die Toten von München gegeben. 49 Jahre danach, das war natürlich viel zu spät. Auch die Münchner Behörden zeigen zunächst wenig Interesse, einen Gedenkort für die Opfer zu schaffen. In der Connollystraße 31 erinnert zwar seit 1972 ein Gedenkstein an das Attentat, doch eine Erinnerungsstätte wird erst 2017 im Olympiapark eingeweiht. Am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, dem Ort der tödlichen Schießerei, dauert es bis 1997, bis dort regelmäßige Gedenkfeiern stattfinden. 50 Jahre ist es her, dass 12 Menschen, 11 Israelis und ein deutscher Polizist,
beim Anschlag auf die Olympischen Spiele von Terroristen getötet wurden. Einem Anschlag, der auch durch eine Kette von fatalen Fehlern so tragisch endete. Was glaubt ihr? Wären diese Fehler vermeidbar gewesen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal.